Hallo und herzlich willkommen zu dieser Hive 2 Tutorial Serie. In dieser sechsten Folge geht es um Modulationen, um die Matrix A und B und die XY-Pads. Legen wir doch einfach mal los. So, das war wieder mal ein Preset des Hives, der Circuit, ARK Circuit Runner. Und wir fangen wieder mit einem Init-Patch an und einem sehr unspektakulären Sägezahn. In diesem Tutorial geht es um diese Modulationen hier, um Matrix A und B. Und die XY-Pads 4 an der Zahl. Die haben wir teilweise schon den vorherigen oder habe ich teilweise in den vorherigen Tutorial schon gestreift, aber jetzt gehen wir mal direkt und lassen wir das Scope hier mal so ein bisschen anzeigen. Gehen wir direkt mal rein. Und zwar sind das hier 12 an der Zahl. Und da sind alte Bekannte dabei. Das ist sowas wie das Pitch Wheel, das Mod oder Pitch Bend, Pitch Wheel, Mod Wheel, was man kennt, so links vom Synthesizer oder vom Controller. Dann gibt es das Pressure. Das ist das auch Aftertouch genannt. Das heißt, wenn man eine Taste runterdrückt und dann nochmal nachdrückt, manche Controller oder manche Synthesizer haben das als Feature. Und dann gibt es noch das Channel Pressure oder Aftertouch und dann das Poly Aftertouch, wo jede einzelne Taste dann nochmal quasi einen eigenen Aftertouch senden kann. Oder das Channel Aftertouch, wo, wenn man eine Taste drückt, alle gedrückten Tasten quasi dann die entsprechende Modulation machen. Dann natürlich das Velocity, den Key-Follow. Key-Follow hat hier mit dem Filter zu tun, beziehungsweise nicht mit dem Filter, sondern mit dem Pitch, den ich anschlage. Das heißt, die Tonhöhe, die ich anschlage, folgt dann quasi ja, die entsprechende Modulation. Das heißt, je höher ich einen Ton anschlage, desto weiter aufgeht diese Modulation. Je tiefer ich einen Ton anschlage, desto tiefer ist die Modulation. An einem Filter sieht man das halt immer schön, dass der halt immer so mitgeht, je nachdem, welche Tonhöhe ich anschlage. Dann Gate ist einfach ein Gate-Signal. Meistens ist es, wenn ich eine Taste drücke. Control A und Control B, die senden MIDI-Signal C, MIDI-CC-Signal 2 und 11. Die waren wohl früher laut Handbuch Control A dem Breath-Controller zugeordnet oder hießen so. Und der Control B hieß Express. Und das wurde irgendwann mal geändert, einfach vermutlich, um einfach allgemeiner zu bleiben. Die genauen Hintergründe kenne ich da leider auch nicht. Dann gibt es einen Alternate-Controller und zwar wechselt er immer von 0 auf 1 und 0 auf 1, je nachdem, wenn ich eine Note drücke. Zum Beispiel mache ich jetzt mal einen Cutoff und drücke jetzt nochmal eine Note. Dann sieht man schön am Filter links oben. Einmal macht er auf und das nächste Mal drücken macht er zu. Das ist der ganze Alternate-Filter. Manchmal sehr hilfreich. Dann gibt es einen Random, der schmeißt Zufallszahlen raus und macht dann halt irgendwie zufällige Werte. Dann gibt es den Constant und der Constant ist einfach nur eine Zahl, würde ich einfach mal so sagen, der wird zum Beispiel benutzt, wenn man hier eine Pulswelle hat. Wo habe ich sie? Puls. Dann sieht man hier dieses Geriffelte. Und wenn ich hier diesen Constant hier drauf ziehe, kann ich den, das habe ich jetzt hier unten in der Matrix verbunden, kann ich dann die Pulsweite modulieren bzw. einstellen und
damit kann ich halt einfach irgendwie einen Wert einwählen. So, machen wir das hier wieder weg. Sign reject. Nee, alles sein ist so. Gehen wir hier auf die Keys. Dann gibt es noch den Mod Noise und der Mod Noise macht nichts anderes, als dass er ein Noise-Signal nimmt. Da sieht man das auch. Ein Noise-Signal nimmt und dieses Noise-Signal einfach dann auf den entsprechenden Regler drauf tut. Nehme ich jetzt zum Beispiel jetzt wieder so einen Cutoff-Filter und moduliere den jetzt hier. Das sieht man hier auch schön, wie ich den hier modulieren kann. Kommt hier der Noise hier durch. So, machen wir das hier wieder raus. Das sind diese 12 Modulatoren, relativ simpel. Einfach drauf, irgendwo hinziehen, irgendwas modulieren und alles wird gut. So, und dann schaltet es ja immer hier um auf die Matrix. Immer wenn ich irgendwas moduliere, schaltet der Hive automatisch um auf die Matrix. Und die Matrix hat ist unterteilt in Matrix A und Matrix B. Die sind exakt gleich, außer dass sie... Machen wir das hier mal... Nee, nicht lock. Assign, not assigned. Ich hätte das gerne. Linksklick, none. So. Jedes Mal, wenn ich irgendwie was moduliere, ob das jetzt hier mit dem LFO ist, dann schaltet der Hive um auf die Matrix. Zum Beispiel hier. So, Linksklick, dann kriege ich das Menü. Und hier nochmal, hier muss ich einen Rechtsklick machen und dann unassign. Finde ich eigentlich ganz praktisch, dass der da automatisch umschaltet, weil dann sehe ich gleich hier, was hier zusammen gemappt wird oder was generell gemappt wird und kann dann gleich noch irgendwelche Feineinstellungen rannehmen. So, bei den Matrix A und B ist es so, die sind einfach deshalb aufgeteilt, weil die einzelnen Einheiten hier relativ groß sind und man hat insgesamt 12 Modulation, also 12 Modulationseinheiten und in diesen 12 Modulationseinheiten kann man jeweils oder in einer so Modulationseinheit kann man jeweils zwei Quellen und zwei Ziele angeben. Einfach hier sieht man nochmal Matrix A ist von 01 bis 06 und Matrix B ist von 07 bis 12. So. Hier habe ich neben den Nummern nochmal so einen Pfeil nach unten und dieser Pfeil, da kann ich wieder Sachen kopieren, einfügen. Ich kann die Settings abspeichern, wenn ich die toll finde. Oder ich kann mir die Settings, die werden ja als Datei abgespeichert, anzeigen lassen, kopieren. Zum Beispiel jemanden geben, der die auch gerne hätte. Und hier habe ich die gesicherten, habe ich hier nochmal extra aufgeführt, wo ich zum Beispiel schon Vorbelegungen hier habe. Und mit Init finde ich, ein wahnsinnig tolles Preset, ehrlich gesagt. Weil manchmal fehlt ein Init und wenn man dann so ein Device irgendwie eingestellt hat und man würde gern auf Original zurück, bei manchen Devices geht das leider nicht, wenn man nicht den Init-Zustand gespeichert hat. Deshalb finde ich es immer super praktisch, wenn ein Hersteller gleich so ein Init mitliefert oder einfach ein Reset mitliefert, wo man das Ding einfach quasi auf Werkseinstellung zurückstellen kann. Ist eigentlich bei den meisten Devices so, bei manchen nicht. Und das finde ich so ein bisschen schade. Da, ja, hätte man einfach so das eine Ding noch mehr machen können. So, und jede Einheit dieser Matrix, dieser Modulationsmatrix, hat ja auch noch einen Ein-Ausschalter. Das heißt, ich kann bequem das ganze Ding hier nochmal ausschalten, sodass die ganzen Modulationen, die ich hier mache, überhaupt nicht zum Tragen kommen. So, und jetzt habe ich ja gesagt, jede Einheit hier von diesen 12 Einheiten in Matrix A und Matrix B haben zwei Modulationsquellen. Wenn ich hier einen Linksklick mache, dann kriege ich die Quellen hier angezeigt. Also hier den ADSR von AMP 1 und 2, dann die LFO 1 und LFO 2, Mod 1 und Mod 2, das sind diese Envelopes hier. Dann Sequencer Gate, Sequencer Mod, Vibrato, LFO, das sind, wo ist er hier oben? Haben wir auch zwei Stück.
Nee, Quatsch, der Vibrato LFO ist hier unten. Und dann geht es weiter, was wir zum Beispiel auch schon im Shape Sequencer hier gesehen haben, sind hier die verschiedenen Shape Sequencer Geschichten auch nochmal drin. Dann Ctrl A, Ctrl B, Gate, Gate Key Follow, Mod Fill, Pitch Bend, Pressure, Velocity. Sind ein bisschen andere Reihenfolge hier. Alternate, Random, Constant und Mod Noise. Sowas würde ich mir dann auch eigentlich wünschen, dass das in derselben Reihenfolge irgendwie da ist. Wobei die einfach nochmal anders sortiert sind, hier nach, wenn ich das richtig sehe, also in zwei eingeteilt, nach Alphabet. Ganz einfach. Ist auch eine schöne Sache. Käme ich jetzt ins Überlegen, ist jetzt Alphabet schöner oder einfach hier diese Reihenfolge? Ich würde mich wahrscheinlich für diese Reihenfolge entscheiden, weil die sehe ich hier. Und okay, das ist jetzt irgendwie noch nicht mal Jammern auf hohem Niveau, ist einfach nur hohes Niveau. So, das heißt, ich kann hier irgendwas auswählen oder ich kann jetzt einfach hingehen, kann sagen, hier, ich will mit dem LFO, will ich typischerweise den Cutoff modulieren. Das heißt, ich habe jetzt einfach dieses Fadenkreuz hier rüber geschoben und jetzt habe ich das zweimal gemacht und jetzt habe ich hier ein LFO, steuert zweimal von Filter 1 Cutoff, was ein bisschen blödsinnig ist. Das heißt, hier habe ich die Quelle, also die Modulationsquelle, war es moduliert und hier habe ich das Ziel. So, und beim Ziel kann ich nämlich auch das Fadenkreuz hier verschieben oder ich mache einen Rechtsklick und dann kann ich das anders signen. So, ich könnte nämlich jetzt einfach mal hingehen, hier wieder einen Linksklick. So, ich mache jetzt hier einen Linksklick, nehme hier den LFO wieder rein, nehme jetzt das Ziel und hier zum Beispiel den Cutoff. Drehe den Filter ganz runter, mache den Cutoff hier ganz, moduliere den ganz hoch und dann sieht man hier schon links, dass ich das hier auch machen kann. So, das heißt, ich kann das hier so direkt machen dann und hier drehen oder ich kann das hier direkt machen und hier drehen an diesem Drehregler. So, und jetzt ist das Cutoff moduliert. Und jetzt gibt es hier unten noch ein paar weitere Modifikatoren. Und das erste nennt sich die Curve, also die Kurve. Und da gibt es jetzt unterschiedliche Möglichkeiten mit Linksklick. Very compressed, compressed, non-linear, expanded, very expanded. Und ich zoome jetzt einfach mal maximal hier rein, weil die kleine Ansicht hier, wenn ich mit dem Mausrad hier rüber gehe, sieht man nämlich schön, was da passiert. Das ist die Kurve. Ich kann jetzt eigentlich noch weiter reinzoomen, dann sieht man das noch wunderbarer. So. So verändert sich diese Kurve, wie diese Modulation quasi verläuft. Das heißt, am Anfang schnell und dann sehr langsam oder kaum und dann wieder ganz schnell. Oder linear zum Beispiel oder das andere Extrem am Anfang ganz langsam, dann gibt es einen ganz schnellen Sprung und dann wird es wieder langsam. So, das sind diese Optionen. Very compressed, compressed, non, also linear, das was wir jetzt gerade sehen, expanded und very expanded. So. An zweiter Stelle gibt es das Rectify. Und das Rectify, da kann man zum Beispiel hingehen und jetzt so eine Welle nehmen und sagen, ich will nur die halbe Welle, aber nur auf der Plus-Seite. Das heißt, die Welle wird dann quasi geändert. Ich muss gerade mal schauen, ob ich das hier muss ich wieder ein bisschen kleiner machen, damit ich ein bisschen mehr drauf kriege. Wenn ich hier den Scope anmache und das Rectify mir angucke, das hier so reinziehe und den LFO hier unten. Warte mal langsamer.
Das heißt, ich habe hier eine Welle von Minus nach Plus und hier habe ich nur eine Pluswelle. Das ist dieses Rectifier. Alles, was Minus ist, wird quasi genullt auf der Linie. Das sieht man an diesem kleinen Symbol. Das, was Minus ist, wird hier einfach auf die Nulllinie gelegt. So, linker Mausklick, jetzt nehme ich Halfwave Minus. Und jetzt wird alles, was positiv ist, auf die Nulllinie gelegt. So, wenn ich jetzt was spiele, hört man nichts, weil der nur da unten, der Filter da unten ist, aber man sieht hier auch schön, das geht nur im Minusbereich. So, und so geht das weiter. Halfwave, ich lasse es einfach mal hier so groß. Halfwave, das heißt, es wird einfach umgeklappt, alles was Minus ist, wird Plus. Dann gibt es Full Wave Minus, da wird alles, was Plus ist, umgeklappt nach Minus. Das heißt, man hat einfach nur unten den Weg. Und dann gibt es noch Unipolarize, das ist dann einfach unipolar. Das heißt, man hat aus dieser Welle wird einfach von 0 bis 1 statt zum Beispiel von minus 1 zu 1 zum Beispiel. Also hier kann man das Ganze nochmal... Da wird alles jetzt nur noch positiv. Positiv ist schön. So. Das ist diese Rectify-Option oder der Modifikator. So, und dann gibt es den Quantize-Modifikator und den kann man eigentlich ganz schön zeigen. Ich mache das hier mal weg. Und das LFO hier auch weg. Linksklick, None. Beziehungsweise hätte ich jetzt eigentlich lassen können. Weiß jetzt gar nicht, warum ich das jetzt gemacht habe. Nehmen wir wieder den LFO. Und wir modulieren mit dem LFO nämlich hier die Semitones hier oben. So. Und wenn ich das jetzt hier mache... Dann müssen wir vielleicht den Cutoff wieder aufdrehen. So, dann hören wir einfach wieder LFO, den Cutoff hier moduliert. Und nehmen wir vielleicht mal... Mod Matrix 1 ist der hier. Okay, so und mit dem Quantize kann man jetzt einfach hingehen und sagen, okay, ich habe jetzt hier einen durchgehenden Auf und Ab, ein durchgehendes Portamento quasi und ich will jetzt hier einfach Stufen drin haben. Das heißt, ich will jetzt nicht mehr gleitende Töne, sondern ich will diskrete Töne haben. Sollte eigentlich jetzt funktionieren. Wir waren einfach nur zu schnell. Gehen wir nochmal auf Integer. So, und das gleiche kann man dann einfach für mehrere Steps machen. Und die Menge, der Amount, wie viel ich hier reindrehe, hat dann nachher damit zu tun, wie viele Steps hier dann durchgegangen werden. Wenn ich hier nur so ein bisschen reindrehe, ich definiere hier quasi so, wenn man möchte, so die Steps. So, und dann gibt es nicht nur hier die Steps, sondern dann gibt es hier noch ein bisschen mehr. Hier gibt es dann die Obertonserie, wird dann des Tons. Machen wir hier komplett auf, vielleicht ein bisschen schneller. Sowas zum Beispiel. Oder dann gibt es die Mollskala. Oder es gibt dann die Moll-Akkorde. Wie so ein kleiner Arpeggiator quasi. Dann gibt es die Moll-Serie.
Dann das Ganze nochmal als Dur-Variante, T-Dur-Skala, Major-Scale, Major-Chord, Major-Serie. Und dann gibt es noch die Fifth, also die Perfect Fifth und die Oktaven. Fällt mir jetzt gerade der deutsche Ton gerade nicht ein. Das ist das Quantize. Wie gesagt, an den Semitones kann man das schön demonstrieren. Das funktioniert jetzt nicht unbedingt mit jedem so ganz glasklar. Könnte mal, was ich überhaupt noch nicht probiert habe, könnte es vielleicht mal mit dem Cutoff probieren. Und den Cutoff mal hier ein bisschen mal auf 4 voll aufgedreht. Na, der lässt sich nicht so richtig diskret betreiben. Okay. So, dann schaltet man das mal wieder aus. Und dann gibt es hier nochmal Sample and Hold. Und bei Sample and Hold ist es immer so, wenn die Welle über Plus geht, dann samplet er das. Und wenn sie unter Minus geht, dann hält er das. Und hier sieht man dann auch noch wieder, welche Quellen Sample and Hold nimmt, um eben diese Funktion durchzuführen. So, und dann gibt es noch den Slew Limiter, und der Slew Limiter ist ja einfach nur ein, den hatten wir schon mal hier bei den Function Generatoren, hier mit, was war das? Das war, glaube ich, Follow Gate oder Follow mit einem Input, so dass einfach die Transienten vielleicht ein bisschen weicher oder abgeschwächt werden oder dass einfach so insgesamt die die Welle von Attack und Decay beziehungsweise die Modulation von Attack und Decay so ein bisschen beeinflusst werden kann. Also dass man einfach sagen, okay, ist eine schnelle, zum Beispiel schneller Anstieg, schneller Abfall, oder es ist eher so langsam, so ein bisschen gebogen. Das macht dieser Slew Limiter dann auch wieder. So, und all diese Optionen gelten für jede weitere Modulationseinheit der Matrix A und B. Also insgesamt die 12 Einheiten, und jede dieser Einheiten, jede dieser 12 Einheiten hat zwei Quellmöglichkeiten und zwei Zielmöglichkeiten. Wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Quellen auswähle, ja, einfach mal vielleicht den LFO2 und dann machen wir vielleicht irgendwie was anderes mal rein. Sowas, vielleicht in Schnelle. Die beeinflussen sich dann gegenseitig, das ist ja klar. Da kann man dann auch wieder so sehr lustige und sehr komplexe Kombinationen miteinander fahren. So, und jetzt kommen wir eigentlich zu einer meiner Lieblingsthemen, die XY-Pads. Lassen wir das vielleicht einfach mal hier. Und initialisieren das hier vielleicht jetzt einfach nochmal. So, die XY-Pads sind hier unten nochmal aufgeführt, 4 Stück an der Zahl, und die sind hier vorne links mit dem Pad, wo man dann auch schon mal ein bisschen ausprobieren kann, wenn man irgendwas einstellt, und hier ist dann der X-Parameter und der Y-Parameter. Hier nochmal, die kann man hier auch nochmal benennen mit einem Namen, X und Y, und pro Parameter hat man dann wieder 4 Möglichkeiten, irgendetwas zu modulieren, beziehungsweise ja, modulieren, indem dass man das Pad hier bewegt oder diesen Knopf bewegt oder eben einen XY-Controller hat, mit dem man das machen kann, oder mehrere sogar im Idealfall. Die sind gleich oder fast gleich aufgebaut wie in der Matrix. Das sehen wir hier wieder. Hier ist dann auch wieder das Ziel. In der Matrix hier das Ziel. Und
Darunter haben wir wieder die gleichen Optionen. Hier die Kurve, das Rectify, das Quantisieren, Sample and Hold und der Slew Limiter. Und wie gesagt, pro Achse haben wir vier Modulationsmöglichkeiten. Vier deshalb, weil man dieses Feld hier quasi in tatsächlich auch vier Einheiten aufteilen kann. Das heißt, ich kann hier einstellen mit den Drehreglern, zum Beispiel wenn ich den Cutoff hier nehme. Ich mache das mal, kriege ich das hier hin? Das kann man gucken. Assign Recent. Ich hätte gerne, machen wir das am besten gleich. Gehen wir erstmal kurz hier oben in den Hive hier rein. Hier haben wir auch nochmal das XY-Feld mit verschiedenen Ansichten. Normalerweise fängt es mit der Ansicht an. Das ist jetzt gerade so ein bisschen verschoben, weil ich hier rumgeschoben habe. So. Das heißt, hier ist so eine 2D-Ansicht. Man kann dann entweder hier direkt auswählen oder mit dem Mausrad die verschiedenen Pads auswählen. Und ich sehe dann hier auch unten X2, Y2 bzw. 3, 4 oder 1. Man kann die dann hier auch direkt auf diesem 2D-Feld rumschieben, wie ich das möchte, entweder mit der Maus oder eben mit einem Controller. Dann gibt es ja eine Option, da kann ich mir alle vier Pads anzeigen. Das ist vielleicht manchmal so ein bisschen übersichtlicher. Und dann gibt es noch eine Option, dann kann ich mir diese ganzen Einstellungen als 8 Knöpfe anzeigen. Und an diesen 8 Knöpfen kann ich dann eben auch hier mit der Maus rumdrehen, also draufdrücken, klicken und schieben. Oder eben mit dem Mausrad. Beim Mausrad wünschte ich mir manchmal, es gäbe eine Option, wo ich dieses Drehen beschleunigen kann. Aber das habe ich noch nicht gefunden. Weil das ist einfach so eine Dreherei. Ich denke mal, das hört man auch über das Mikrofon. So, und hier unten kann ich dann auch nochmal die editieren. Wenn ich hier drauf gehe, wechselt es hier unten nochmal um. Oder ich kann hier Doppelklick reinklicken und kann dann irgendwas reinschreiben. Zum Beispiel Hallo Welt. Und wenn die Caps Lock Taste nicht angewiesen wäre, hätte es irgendwie noch schöner ausgesehen. So. Und was ich hier noch machen kann, Rechtsklick und kann sagen Unassign All. Dann ist hier alles weg, was eingestellt war. So, ich mache das jetzt nochmal, damit das alles schön aussieht und ich so ein bisschen gerade faul bin. So, jetzt sieht das wunderbar aus. So, das heißt, ich habe hier ein Unassign All und ich habe auch noch ein Auto-Assign All unused. Das heißt, wenn ich irgendetwas eingestellt habe, kann ich Hive sagen, bitte weise mir doch nach deinem Gutdünken einfach eine bestimmte XY-Pad-Geschichte hinzu, dass ich da schon mal so vielleicht starten kann oder ich bin einfach zu faul, das mir irgendwie selber hinzulegen und kann dann einfach sagen, mach mal. So, und das passiert auch automatisch, wenn ich hier in die Einstellungen gehe, hier oben rechts und dann auf diese Schlüssel oder auf diese Werkzeuge hier klicke, dann habe ich im unteren Teil nämlich hier XY Auto Assign und da kann ich zum Beispiel sagen All Unused oder If None, also sprich, ich kann es komplett ausmachen, wenn ich ein Preset lade. Ich kann sagen, alle XY Pads, die nicht benutzt sind, fügt da irgendwas hinzu, irgendeinen Standard. Oder wenn nichts benutzt ist, dann machen ein Auto-Assign. Also da kann man sich dann auswählen. Ich habe das immer auf All Unused stehen, weil ich finde es auch immer wieder interessant, wenn solche Pads einfach benutzt werden, was beim Spielen oder beim Ausprobieren dann einfach so ein bisschen schöner ist, sich da so ein paar Sachen automatisch zuordnen zu lassen, vielleicht inspirieren zu lassen, was die Maschine einem so vorschlägt. So, und Rechtsklick hier nochmal auf das Feld. Es gibt hier dann auch nochmal so Vorbelegungen. Und die Vorbelegung bin ich mir nicht so ganz so sicher. Das habe ich nicht gefunden. Ob die nochmal wechseln, je nachdem, was man ausgewählt hat. Weil ich festgestellt habe, eigentlich denke ich, dass das Menü hier immer relativ gleich bleibt.
Also DTN und Width, das ist wahrscheinlich Delay irgendwie was, Wavetable Position, Control A, Oscillator Mix, Panning und Width. Und hier so ein bisschen ähnlich. Weil ich festgestellt habe, wenn ich hier jetzt zum Beispiel die auf dem Oszillator 1 die Sägezahn, den Sägezahn einrichte. Ich habe schon wieder Autosign gemacht. Machen wir Unassign All. So, ich richte jetzt hier den. Nee, machen wir so. Ich gehe auf den Oszillator 2, richte hier den Sägezahn ein, der eingerichtet ist, und mache hier dann Autosign All. So, und dann habe ich hier Oszillator 1 Volume, Oszillator 1 Subvolume, Volume, Volume, Panning, Panning. Und das wäre das. Jetzt initialisiere ich das nochmal. So ganz und gehe hier auf Wavetable. Und Unassign All machen wir nochmal. Und jetzt machen wir Auto Assign und dann habe ich hier Oszillator 1 Wavetable Position. So mache ich das nämlich bei Oszillator 2 auch Wavetable. Mache jetzt nochmal Auto Assign. Habe ich das jetzt nicht. Aber mache ich jetzt hier Unassign All. Gehe jetzt hier nochmal auf Wavetable, mache Auto Assign und das ist, nee, ist nicht der Vorführeffekt. Dann assignt er automatisch Oszillator 1 und Oszillator 2 mit Wavetable Position. Je nachdem, was ich hier oben eingebe und was ich zuletzt hier angefasst habe, kommt hier so eine unterschiedliche Zuweisung zustande. Finde ich eigentlich ganz gut. Ich hätte es nur unter Umständen vielleicht gern, dass er Oszillator 1 und Oszillator 2 standardmäßig beides macht. Nicht unbedingt die Wavetable, wenn keine Wavetable ausgewählt ist, aber dann doch eine gleichmäßige Geschichte. Weiß ich nicht. Inspiriert natürlich auch, wenn er so ein bisschen was, ich nenne es mal durcheinander. Es ist nicht durcheinander, es geht nach einem Schema. Aber da hätte ich mir so ein bisschen mehr Kontrolle dann auch wieder erwartet oder dann einfach Gott, die komplette Inspiration. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, es hat so ein paar Beziehungen, je nachdem, wo man klickt und was man dann einstellt, verändert sich dann auch da was. So, und was ich jetzt noch zeigen wollte. Was ich jetzt noch zeigen wollte, machen wir hier mal alles Unassign All. Und zwar habe ich ja vorhin gesagt, man kann hier von diesem Pad, deshalb gibt es hier diese vier Einstellmöglichkeiten, auch alle vier Felder hier nutzen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte hier den Cutoff modulieren und mache den hier an dem X fest. Dann passiert nichts, weil ich was falsch gemacht habe. Ach so, ich habe hier nichts moduliert. Und vielleicht sollte ich mal nicht die Wavetable nehmen, sondern mal einen Sägezahn, weil der sägt nämlich schön. Und vielleicht auch den Oszillator anmachen. Wenn ich den so einstelle, wenn ich den so moduliere, auf komplett hier zum Beispiel, dann reagiert der Cutoff von ganz links nach ganz rechts. Wenn ich dann weiter nach rechts gehe, kann er ja nicht weiter nach rechts. Und dasselbe, wenn ich das hier ganz nach links mache, geht das seitenverkehrt, was ich vielleicht auch gar nicht will. Ich kann den aber, das heißt, wenn ich den hier auf eine Extremposition habe, kann ich einfach sagen, okay, der Cutoff wird hier von der Mitte bis ganz nach rechts aufgezogen. Oder habe ich ihn hier ganz auf? Habe ich ihn von links in die Mitte.
Das heißt, ich kann den einfach auf eine Seite verbannen, habe hier so ein bisschen kleineren Weg, habe dann aber die Möglichkeit, dass einfach hier nichts mehr passiert. Wenn ich nicht möchte, dass dieser Regler, wenn ich ihn weiter nach rechts schiebe, irgendwas mit dem Cutoff macht, der soll dann einfach hier auf sein oder zu, je nachdem, wie ich das halt mache. Und hier möchte ich dann zum Beispiel einen anderen Effekt. Hier könnte ich dann jetzt zum Beispiel die Resonanz mit reinziehen. Gucken. Ist das noch richtig rum? So rum vielleicht? Dann machen wir den Cut auf so rum. Dann macht es vielleicht mehr Sinn. Die Resonanz so rum vielleicht. Da habe ich die beiden jetzt nur auf diese Seite und ich unter Umständen will ich den halt quasi hier haben, müsste mir dann überlegen, wo packe ich den Filter-Cutoff hin. Da muss ich hier dann einfach ein bisschen rumspielen. Würde ich jetzt zum Beispiel die Filterresonanz mehr auf der Seite haben wollen, und Cutoff vielleicht dann auch noch ein bisschen hier, kann ich dann durch das Auswählen oder die Schalterstellung des zum Beispiel des Filters, also des Ziels, mit der Schalterstellung kann ich dann einfach definieren, auf welcher Seite dieses Kreuzes ich das haben will, und habe dann natürlich mit jedem XY-Pad die Möglichkeit, ich habe jetzt hier nur auf der einen Achse, auf der X-Achse irgendwie was gemacht mit zwei verschiedenen Filtern, oder zwei verschiedenen Einstellungen, nicht Filtern, und könnte den jetzt einfach hier so ein bisschen rumschieben. Und zusätzlich kann ich das hier auch nochmal mit einem anderen Parameter, die Klangfarbe noch mehr anreichern oder ausdünnen oder wie auch immer. Und hier kann ich auch nochmal einen Doppelklick machen, kann dann hier auch nochmal benennen, diesmal vielleicht richtig, genau. Und dann habe ich hier nochmal das Label drin. Das Label wird auch nochmal hier oben angezeigt. Je nachdem, welchen ich hier anklicke, wird dann einfach das Label von dem XY-Feld dann nochmal angezeigt. So, das waren schon diese ganzen Modulationen. Also gerade mit den XY-Pads rate ich wirklich mal ein bisschen rumzuspielen, weil alleine beim Spielen, wenn man dann irgendwelche Effekte noch, was ich ja noch in einem späteren Tutorial erzähle, mit dazu nimmt, kann man wunderbare Sachen machen während dem Spielen, wo man mit in der Piano-Rolle und Automation einzeichnen auch hinkommt, aber das dauert sehr, sehr lange, und so hat man wunderbare Möglichkeiten, mit einem Controller mit 8 Knöpfen oder Schiebereglern oder mit wirklich XY-Pads oder eben mit der Modulationsmatrix an sich wunderbare Sounds zu kreieren. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Videos sind leider alle etwas sehr lange, aber mir liegt auch daran, das so in aller Ausführlichkeit zu erklären, damit man das auch so ein bisschen nachvollziehen kann und verstehen kann, weil das Ganze, im Endeffekt sind das relativ einfache, kleine Sachen, aber die Kombination von diesen vielen kleinen Sachen, die macht es dann unter Umständen komplex, und oder man kann das damit komplex machen, da sollte man halt einfach sich Zeit für jedes einzelne Element nehmen und einfach gucken, was kann ich damit machen, wie kann ich das miteinander kombinieren, vielleicht einfach mal völlig durchgedrehte Sachen mal ausprobieren und einfach den komplett neuen Sound erfinden. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses Tutorial,
Und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Video wieder. Lasst einen Kommentar da. Ich freue mich immer über ein bisschen Feedback. Und ja, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.